Hätte sie nicht die grau-weiße, grindige, nackte Hautpartie um die Schnabelwurzel herum, könnte man die Saatkrähe leicht mit der Rabenkrähe verwechseln. Sie ist fast ebenso groß mit schönem, schwarzen, blau schimmernden Gefieder. Aber ihr Schnabel ist schmaler und spitzer und die Unterschenkel sind struppig befiedert. Aber Achtung! Im ersten Lebensjahr haben Jungvögel noch ein voll befiedertes Gesicht wie die Rabenkrähen und keine grindigen, nackten Hautpartien an der Kehle. Saatkrähen sind Vögel der offenen Landschaften. Mit Wald haben sie nichts im Sinn. Sie lieben landwirtschaftlich genutzte Landstriche und, wenn vorhanden, Auwälder in Ebenen. Es sind gesellige Vögel, die in Kolonien brüten. Die Paare kommen im April immer wieder zu den traditionellen Brutplätzen. Sie bauen ihre Nester aus kleinen Ästen und Reisig oft dicht an dicht. Man hat schon mehr als 20 Nester in einem einzigen Baum gezählt. Solche Brutkolonien werden sogar in Ortschaften angelegt. Die weiblichen Vögel legen 4 oder 5 Eier, die Brutdauer beträgt 18 bis 20 Tage und es dauert ungefähr 4 Wochen, bis die Jungen flügge sind. Aber große Ausflüge unternehmen sie noch nicht sofort. Sie halten sich noch einige Tage als sogenannte Ästlinge in der Nähe des Nestes auf. Zu den bei uns brütenden Saatkrähen stoßen während der Zugzeit noch riesige Schwärme aus Osteuropa. Für jeden, der diese Vögel beobachtet, ist das Einfallen solcher Schwärme am Abend auf die Schlafplätze ein spektakuläres Erlebnis.